Willkommen zurück, liebe Freunde auf dem Kanal Leben, Lieben, Leiden. Heute bei mir oder immer noch Axel Reitz. Wir wollen uns über sein Leben unterhalten, über seine Radikalisierung in sehr jungen Jahren, über seine führende Rolle in der, wie hieß das, bewegten Neonazi-Szene, hast du gesagt. Bewegungsnationalismus. Bewegungsaffin. Genau. Also muss da unterscheiden zwischen der theorielastigen neuen Rechten, die eher gedanklich aktiv ist, die auch Diskurs teilnehmen will. Kubitschek und Co. Kubitschek und Co, genau. Antaios Verlag. Antaios Verlag. Und wenn wir eben Leute waren, die auf der Straße in Tradition auch der SA halt wirklich dann zeigen wollten, Demonstration, und wir gehen auch in die linken Viertel, in die Migrantenviertel. Gab es denn da Erfolge? Oder war das immer nur... Also, weil ich mir vorstelle, auch damals so eine Nazi-Demo hat ja schon auf Ablehnung gestoßen in der Bevölkerung. Ja, aber das hat dich ja gepusht. Das hat dich gepusht? Das ist ja gepusht. Nicht frustriert, gepusht. Erstmal hat es Action gebracht. Es gab nichts Langweiligeres, als wenn man irgendwo durchgelaufen wäre und keiner hätte Anteil genommen. Hätten die Leute Parolen gerufen, hätten rumgelaufen und sich gedacht, ja, was war das jetzt? Aber wenn Action war, hatte man ja Feindbilder, da hatte man ja Energien, die freigesetzt wurden, dann verfiel ja auch die Hetze richtig. Man sagt, hier stehen wir als die Einzigen, die Treuen, die jetzt hier die Fahne des deutschen Sozialismus hochhalten, gegen alle Feinde. Das Rückgrat. Das hat ja dann das Bild auch wieder gespiegelt, was man abgeben wollte. Wir sind die ersten Kämpfer, wir sind die Elite, wir sind die Speerspitze der Revolution. Ja. Und alle anderen sind noch dumm, verblendet, und trotzdem stehen wir hier. Und das war etwas, was korreliert hat mit dem Selbstbild. Das war ja nichts Schlimmes. Schlimm wäre eigentlich wirklich gewesen, wenn plötzlich deine Leute gesagt hätten, wir finden euch super, komm, ihr könnt die Stadt übernehmen, weil hätten wir da gestanden. Und jetzt? Fuck, was machen wir jetzt? Genau. Das ist ja wie bei Trump eigentlich gewesen, als er wirklich gewonnen hat. Hat man ihm, glaube ich, bei der Präsidentenfeier angesehen, dass er wirklich erstmal perplex war. Das wird immer gern dargestellt. Weißt du, okay. Also nur muss man halt mal sagen, was Trump da ja geschafft hat, hat ja keiner für möglich gehalten. Der hat ja mit so viel wenig Möglichkeiten, aber es wird ja immer als Idiot dargestellt, aber weitaus weniger als Clinton. Also die Clinton-Maschinerie hat 10-mal so viel reinpumpen können wie er. Ne? Also da ist er tatsächlich auch autark gewesen, hat halt keine Gelder genommen, wo er sich irgendwo hat verpflichten lassen. Er konnte sich leisten, keine Gelder zu nehmen. Sich das leisten, er hat damit unabhängig, aber er wird ja mal als Idiot dargestellt. Nur ich habe auch sehr intensiv den Wahlkampf mitverfolgt und auch sehr intensiv mitverfolgt, wie er es überhaupt erstmal geschafft hat gegen dieses auch geballte republikanische Establishment, das gegen ihn war. Es gab ja eine Never-Trump-Bewegung, es wurde ja bis zuletzt noch verhindert, ihn als Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu verhindern. Er hat das sehr, sehr clever und sehr, sehr taktisch versiert und auch wirklich knallhart durchgezogen, und das verdient schon absoluten Respekt. Ne? Der Mann weiß, was er tut. Also der ist... Egal wie man das... Das ist ja immer das Problem in der heutigen Zeit, dass man sofort bewertet wird, dass man sofort auf einer persönlichen Ebene angegriffen wird, und ich sehe Trump ähnlich als Phänomen, kann man es fast sagen. Ja. Und er ist eben dort, wo er jetzt ist. Ja. Und das war ja auch ein Weg dahin. Ja. Und man muss sagen, er ist halt nicht so unbeliebt, wie es gerne glauben gemacht wird. Ja. Man muss sagen, also was die wenigsten wissen, er hat die meisten Zustimmungswerte tatsächlich bei Schwarzen und bei hispanischen Amerikanern. Ja, bei Hispanics weiß ich, Der böse Rassist und so weiter. Es ist halt nicht das Bild, was in den USA die Leute haben von ihm. Und da muss man auch mal differenzieren können. Man kann ja sagen, gut, ich finde den scheiße, ich mag den von der Art nicht, oder ich finde die Politik, die er macht, kacke. Nur es wird da heute immer so getan, dass egal, was er macht, er ist das personifizierte Böse, er ist der Unheils Bringer, er wird die Welt zugrunde richten. Wenn man sich aber allein mal anschaut, wie viele Friedensbemühungen er an den Tag gelegt hat. Fast wie ihr damals früher. Oder? Natürlich, aber das ihr habt ja auch ein Opferschema gehabt, was einen ganz engen Korridor hatte. Ja. Und das ist ja heute in der Gegenbewegung so ein bisschen so. Und man macht es sich da zu einfach. Ja, aber von beiden Seiten. Ich meine, diese Opferrolle, die auch gerne angenommen wird, die wird von anderen ja aber auch bespielt. Ne? Das ist ja wohl... Es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Wenn man sieht, das ist ja auch das, was ich in meinen Vorträgen immer sage, wenn ich zu Veranstaltungen gegen rechts eingeladen werde, ich sage, ich bin nicht gegen rechts, ich bin gegen Extremismus. Ja? Richtig, ja. Ich sage, gegen rechts würde ja heißen, dass man von der CDU an wirklich alles ausgrenzt, was nicht links ist, und das ist totalitär, das ist einem Diskurs unwürdig, und das führt auch nur wirklich zu Radikalisierung auf beiden Seiten. Ne? Das wird auch das Problem, was man meint zu haben, jetzt mit dieser Klientel nicht lösen. Also ein gutes Beispiel dafür ist, also ich bin überhaupt kein Fan der Querdenken-Geschichten, aber ich war ehrlich gesagt entsetzt, als Frau Esken diese ganzen Leute als Covid-Idioten bezeichnet hat. In einem führenden politischen Amt einer großen Volkspartei,
Das kann Ihre persönliche Meinung, ja, ehemals. Ja, Volkspartei, muss man dazu genau, sagen. Aber ich habe immer noch dieses Erbe von Brandt und so im Kopf, ja. Aber ich meine, Größe wäre doch gewesen, auf die Leute zuzugehen und den Diskurs zu suchen, um sie dann vielleicht zu entzaubern. Ja, ja, weil du weißt ja, wie es ist, also gerade wenn du halt wirklich mit Leuten in eine Diskussion gehst, die auch so an den Rändern sich bewegen, hört es dann halt ganz schnell auf mit Argumenten. Und das wäre es doch gewesen. Und es geziemt sich nicht, finde ich, Leute, die auf die Straße gehen, was nicht alles Reichsbürger und Nationalsozialisten sind, als Covid-Juden zu bezeichnen. Ja, richtig. Ja. Das ist, Okay, im Umkehrschluss fällt es natürlich schwer, dass Leute, die dann von der Merkel-Gesichtswindel sprechen oder die... Das ist das andere Extrem wieder. Attila Hildmann etc. zujubeln und ja, der ist auch nicht, mit Maske im Praxiszimmer saß. Ja. Die da aber auch nicht sich distanzieren und so. Ist auf beiden Seiten eine Radikalisierung festzustellen. Ja. Und es ist kein Diskurs mehr, weil die Leute wollen halt einfach nicht mehr miteinander reden. Und das fängt natürlich... wir haben eine linke Hegemonie in den Medien, wir haben eine linke Hegemonie in den Köpfen, dass viele Dinge als unsagbar gelten, die noch vor 10, 20 Jahren völlig legitim waren. Da gehören normale Dinge zu, wie zu sagen, okay, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, wir können nicht jeden aufnehmen. Ja? Oder man sagt von wegen, gut, okay, diese Gender-Ideologie und so, die lehne ich ab, das hat in der Sprache nichts zu suchen, es gibt auch keinen grammatikalischen Grund dafür, das ist eine reine Ideologie, die lehne ich persönlich ab. Ja? Dann, oder immer einfach sagen von wegen so, okay, was Trump da gemacht hat, fand ich gut. Das ist schon für viele... Oh mein Gott, wie kann er das sagen? Das er muss ausgegrenzt werden. Das ist für viele eben schon Nazi. Das ist schon Nazi, genau. Ja, und da kommen wir gleich noch zu sprechen, auf den Begriff Nazi. Aber ja, wie ich schon sagte, ja, Nazi, können wir gleich weitermachen eigentlich. Also als ich die Doku gesehen habe, ist Shoah wieder. Ja, dort hat man wirklich gesehen, was der Nationalsozialismus angerichtet hat. Ja. Was hinter diesem Begriff steht, was für eine Gewichtung, was für ein einmaliges Leid, muss man ja sagen. Und meine Auffassung ist, dass mit diesem inflationären Rumgewerfe, mit diesem Label Nazi, zum Beispiel auch für Oma Erna, die halt jetzt doch ein bisschen Schiss hat vor neuen Mitbürgern, die als Nazi zu titulieren, halte ich für eine ekelhafte Verharmlosung. Ja, Nazi ist ja heute alles. Ob Burschenschaftler, ob AfD-Populist, ob Islamisierungsgeängstigter. Es ist ja heute alles Nazi, was nicht dem linken Narrativ entspricht. Und wie du schon sagst, das habe ich auch schon drüber geschrieben, dass genau das ja auch wirklich diese Singularität der Verbrechen, der Grausamkeit, des Terrors ja völlig entzaubert. Ne? Denn wenn Oma Erna Nazi ist, ne, weißt du, dann steht die auf einer Stufe mit Heinrich Himmler oder Eichmann Mengele. Ja. Ne? Und das kann man so einfach nicht stehen lassen. Zum anderen aber hat es natürlich auch die Problematik, es ermöglicht echten Nazis auf Seelenfang zu gehen, weil wenn alle Nazi sind und alle als Nazi bezeichnet werden, rücken Strukturen zusammen, die nicht ineinander in Berührung gekommen wären unter normalen Umständen. Ja? Weil der liberal-konservative Lucke, der würde nicht in einer Reihe mit Udo Vogt stehen. Ja. Wenn aber alle Nazi sind, dann finden sich solche Leute auch auf gemeinsamen Veranstaltungen und wenn dann gebrüllt wird, ihr seid ja alle Nazi, dann denkt man sich von wegen, ja, das wird da dem gegenüber wahrscheinlich genauso falsch attestiert wie mir, weil ich bin ja keiner. Ne? Und zack, ergeben sich damit wirklich auch dann Zusammenschweißung von Druck von außen, der es eben dann echten Nazis sehr, sehr einfach macht, da auch einzusickern und sich selber auch durch diesen inflationären Begriff zu immunisieren und zu galvanisieren. Ja, und das ist ganz gefährlich. Und gerade wenn jemand sich als Antifaschist bezeichnet, sollte man sehr, sehr vorsichtig mit diesem Begriff umgehen. Ja? Und da differenzieren. Da hat man eine Verantwortung diesen Begriff. Genau. Finde ich nämlich auch. Ja? Ich finde es auch, das ist eine ganz persönliche Meinung jetzt, ich finde es auch völlig schräg, wenn Leute auf Twitter oder Instagram sich mit Antifaschist labeln, weil ich finde, als aufgeklärter, menschlich, also humanistisch denkender Mensch ist nur per se Antifaschist. Aber das ist ja generell die Problematik, die wir haben, ob wir jetzt die Fridays for Future Bewegung nehmen, ob wir jetzt den Black Friday nehmen, wo alle da ihr schwarzes Profilbild gemacht haben. Das ist Gratismut, das ist Image. Ne, weil seien wir doch mal ehrlich, man muss nicht besonders betonen, gegen Umweltzerstörung zu sein, gegen Rassismus zu sein, gegen Krieg zu sein. Jeder normal denkende Mensch ist dagegen. Jeden, den man fragt. Ob du kannst selbst zu den härtesten AfD-Wählern gehen, wenn du die fragst, bist du für Rassismus, bist du für Krieg, bist du für Umweltzerstörung, sagen natürlich, nein, bin ich nicht. Ne, aber das ist natürlich immer dann dieser Gratismut von Leuten, die sich damit schmücken, ich bin gut. Und wer mir jetzt widerspricht, der ist dann moralisch im Unrecht. Und das ist diese Gefahr, dass an die Stelle von Verantwortungsethik, dass man Dinge
einzeln betrachtet und sagt, jemand wird gewertet für seine Handlung, für seine Taten, eine Gesinnungsethik stellt, die im Vorfeld schon in gut und richtig, falsch und böse aufteilt, wo man einfach sagen muss, so kann es nicht sein, so ist kein Diskurs möglich und diese moralischen Wertungen haben halt in sachlichen Auseinandersetzungen nichts zu suchen im Diskurs. Ja, und der Diskurs wird eigentlich meinem Empfinden nach immer schwieriger, ja, weil, das empfinde ich so, es einen großen Spalt in der Bevölkerung gibt, nicht nur in Deutschland, das sehen wir in Amerika ähnlich, ja, fast noch krasser. Das fing ja auch dort auch in den Unis an, ja, dass dann, also der menschliche Makel, dieser Roman, hat das ja schon fast prophetisch vorgezeichnet, als Anthony Hopkins spielt ja in diesem Film einen Literaturprofessor und er hat da von schwarzen Gestalten geredet und aus dem Kontext rausgerissen, wurde ihm das als schwarzen Hass unterstellt. Das Buch ist ja, glaube ich, fast schon 20 Jahre alt. Das war prophetisch, fand ich schon. Ja. Und weil du gerade Gender Gaga sagst, ich möchte es jetzt nicht Gender Gaga nennen, das ist ja auch schon auch ein eindeutiger Sprech, sage ich mal. Oder wenn man jetzt, sag ich mal, Zigeunersoße ändert, das ändert doch nichts an der Sache. Nein, und vor allem, es ändert doch nichts an dem Problem. Vor allem, es ist ja dann ein positiver Rassismus. Es werden ja Leute immer noch als etwas anderes, besonders schutzbedürftig dargestellt, anstatt einfach zu sagen, das sind genauso Deutsch wie du und ich, das sind genauso Teil der Bevölkerung wie du und ich. Und wenn der Frankfurter gegessen werden kann, dann wird es auch nach 100 Jahren die Zigeunersoße nicht den Brei fett machen. Es sagt der Zentralrat der Sinti und Roma ja selber, es gibt andere Probleme, die wir eigentlich haben. Absolut, ja, absolut. Und das ist immer so ein bisschen so das diese... Das wäre die Armut der Sinti und Roma zum Beispiel. Die Armut der Sinti und Roma, Die Benachteiligung in Rumänien im Arbeitsmarkt, die Diskriminierung, aber das sind halt... Naja, es sind halt unbequeme Themen, da müsste man was machen, da verbieten wir lieber Zigeunersoße. Ja, es ist Symbolpolitik, die den Leuten auch das Gefühl gibt, ich bin ein besonders guter Mensch, aber ich tue nicht wirklich was dafür. Ich bin jetzt mal ganz krass, es ist so eine Form von Heuchelei. Ja, Heuchelei, natürlich, richtig, Heuchelei. Kann man so sagen. Und das hat man dann eine Woche als Label und die zweite Woche kommt dann wieder was Nächstes. Ja, ja, genau. Weil es ja auch gerade im Zusammenspiel der sozialen Medien ist, diese extreme Geschwindigkeit. Ich finde auch, wir haben 10 Jahre zuvor Facebook völlig unterschätzt, was das mit der Gesprächskultur anstellt, was das auch für extreme Wellen hervorrufen kann. Twitter auch. Ne? Twitter ist noch schlimmer fast, finde ich. Wenige Zeichen ausreichen, wirklich Weltpolitik zu gestalten. Ne? Genau. Aber da kommen wir schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste, lieber Axel. Wir waren ja noch in deiner Jugend und in deinem Radikalisierungsprozess. Ich weiß, das ist für dich bestimmt jetzt wieder zum tausendsten Mal erzählt, aber das sind halt einfach wichtige Punkte. Ja, da fing es halt an. Das sind wichtige Punkte und ich bin jemand, der sich für den Lebensweg interessiert, weil das geht mir bei Attila Hildmann zum Beispiel genauso. Ich mach nochmal einen kurzen Ausflug jetzt zu Attila Hildmann, Migrantenkind, zwar bei katholischen Eltern aufgewachsen, egal. Hat aus eigener Kraft ein Business aufgebaut, ist Selfmade-Millionär geworden, hat 2 gut laufende Geschäfte, hat alles erreicht eigentlich und hat innerhalb von 2 Monaten alles kaputt geschlagen. Ja, im Arsch eingerissen. Ja. Und ich sitze davor und bin fasziniert davon, von dem Warum. Warum macht derjenige das? Vielleicht kannst du mir das beantworten, was bei dir ähnliche Dynamiken gab, weil als überzeugter Nationalsozialist macht man sich ja nun nicht die breiten Freunde. Nein, nein, natürlich. Ja? Logisch nicht. Aber was waren für dich in deiner Pubertät die, die Berührungspunkte, der Motor? Der Rebellenstatus und so komisch das klingt, ich hatte immer ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Ich habe immer dann, das ist ja auch dann dieses Schema, ich sage, was wir heute Whataboutism nennen, wegen, warum dürfen die und ich nicht? Ja? Warum wird mir das eine erzählt, aber das andere praktiziert? Ja? Und ich war auch immer jemand, ich habe mich da immer sehr gegen gewehrt, über mich hinwegfahren zu lassen. Ich war niemand, der gesagt hat, okay, du gehst jetzt den Weg des geringsten Widerstandes, hältst jetzt die Fresse und sagst ja und Abend zu allem und so, sondern ich habe dann gesagt, so, nein, das fechten wir jetzt aus. Ich habe Fragen, die sollen mir beantwortet werden und ich habe auch das Recht auf eine eigene Meinung. Und das war dann hätte so... Entschuldigung, ich muss da immer gleich rein, weil das ist ganz wichtig alles. Hätte man dich damals ernst genommen, ja, also ernst genommen in deinen pubertären Sorgen, kann man ja fast sagen, ja, dann hätte man gesagt, pass mal auf, Axel, setz uns mal hin, wir nehmen dich ernst, deine Fragen nehmen wir ernst, wir versuchen es mal zu einem Sinn aufzurüsseln, das hätte vielleicht was gebracht. Ich bin kein Freund davon, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, so, okay, die anderen haben versagt, ne? Die Schule ist schuld, die Leute, die nicht mit mir geredet haben. Also ich bin ja aus eigener Entscheidung Extremist geworden, mir hat das ja auch gefallen. Das ist ja auch eine Sache gewesen, der ich aufgegangen Warum? Bin. Warum?
Ne? Also es hat korreliert mit dem Bild, was ich von mir hatte. Es war auch diese Rolle, die ich gern angenommen habe, als Rebell, als Revoluzer. Das fing schon so in frühen Jahren an, mit 14, 15. In frühen Jahren fing das an. Das genau. Ist ja wirklich bei dir krass, das muss man wirklich sagen, es war ja von Anfang an Vollgas. Ja. Du wurdest mit 14 von einem Richter sogar schon verwarnt, wegen Verbreiten von Propaganda. Ich bin schon verurteilt worden. Ne? Ich bin mit 14 schon verurteilt worden. Das muss man erst mal schaffen. Das muss man erst mal schaffen. Ja, das muss man erst mal schaffen. Also auch schon, als du noch strafunmündig warst, als Minderjähriger auch schon aufgefallen. Ja gut, da gab es dann Jugendstrafrecht, Sozialstunden und so fort. Also da bin ich schon, ich habe ja dann ein Jahr, also so weit getrieben, dass ich auch ein Jahr Jugendstrafe dann letztlich bekommen habe. Wie alt warst du denn? Oh, ich kann gar nicht sagen, welches Urteil das war. Das ist ja zur Währung ausgesetzt worden ist dann gemeinsam verbüßt worden dann mit der Erwachsenenstrafe, die ich hatte. Ich erinnere mich, genau. Wurde dann draufgerechnet. Genau, wurde dann draufgerechnet, weil das ist halt nicht verbindbar. Du hast ja sonst, wenn du mehrere Haftstrafen hast, die werden ja dann nach Erwachsenenstrafrecht, kriegst du Rabatt, wie man schön sagen kann. Das ging halt nicht. Ja. Das wurde halt dann parallel verbüßt. Also erstmal die Jugendstrafe dann und dann die Erwachsenenstrafe. Ja. Und ich sag mal, jede Rüge vom System war für dich eine Bestätigung? Das war ein Ritterschlag, wo ich sage, die nehmen mich ernst, die wollen mich mundtot machen, die bekämpfen mich jetzt. Ne, das hat einen natürlich auch so ein bisschen darüber hinweggetäuscht. Keine Sau interessiert, was Rechtsextremisten oder Linksextremisten machen. Ich bin rumgelaufen, habe die ganze Stadt zuplakatiert. Ja. Es hat keinen interessiert, zu Recht auch nicht interessiert. Ne? Ja. Aber in dem Augenblick, wo dann die Polizei bei dir vor der Tür steht, dir die Bude auf den Kopf stellt, du dann vor Gericht zitiert wirst, und das verleiht dir so dieses subjektive Gefühl, die haben Angst vor dir. Die haben Angst davor, dass du die Wahrheit verbreitest. Mhm. Und das ist natürlich das Selbstbild, was man von sich selber hat. Man klopft sich auf die Schulter. Man rückt es sich zurecht. Genau. Ja. Das ist dann so dieses Wir gehen durch die Verfolgung, wir trotzen der Verfolgung, wir sind Rebellen, wir sind Revolutionäre. Das war halt so dieses Bild, was ich hatte. Ja, es fallen mir gleich so viele Fragen ein. Also würde, wenn wir es schaffen, noch gerne auf Christian Wurch dann noch zu sprechen kommen. Ja. Aber was natürlich bei dir auch auffällig war, da haben sich die Linken natürlich auch damals sehr amüsiert, das ist ein Kleidungsstil gewesen. Ja. Also du hast es selber mal erwähnt, eine Karikatur. Ich würde sagen, aus Goebbels und einem Gestapo-Mann. Also Ledermantel war ja ein Muss zur damaligen Zeit. Tatsächlich aber nicht. Also ich war nie ein Freund der Gestapo. Ich war ja als Anhänger von Ernst Röhm und Strasser ja immer auch ein ausgesprochener Kritiker, auch dann der Rassentheoretiker, der Himmlers und Heydrichs. Und die Gestapo hätte ich mich niemals positiv bezogen. Der Ledermantel. Aber das gehört doch dazu. Also wenn du für Nationalsozialismus bist, muss doch die Gestapo... Tatsächlich überhaupt nicht. Weil wir haben ja quasi uns das immer schön geredet und gesagt, von wegen ab dem 30. Juni 34, wie eben schon besprochen, ab dem Röhmputsch, hat das Dritte Reich eine Wendung genommen, die wir nicht mehr gutheißen können. Ja, weil da wurden die grundsätzlichen Ideale verraten, da ist ein Pakt mit der Reaktion eingegangen worden, da sind Kräfte wie Himmler erstmal hochgekommen, die wir abgelehnt haben. Ja. Okay. Weil wir haben immer gesagt, das sind Schädelvermesser, das sind Leute, die auch keine Volksgemeinschaft, das war unser großes Ideal als Sozialisten, als nationale Sozialisten, die Volksgemeinschaft kann ja nicht stattfinden, wenn ich die schon wieder zergliedere und sage, von wegen, ja, der hat schwarze Haare, der ist keine 2 Meter groß, der hat nicht den nordischen Anteil im Blut, ne, der gehört nicht wirklich dazu. Das war eine Sache, da haben wir uns immer scharf von distanziert und uns damit ja auch immer die Hintertür offen gelassen zu sagen, was da gelaufen ist, das müssen wir nicht gutheißen, das finden wir selber scheiße, aber der ursprüngliche Nationalsozialismus, also kann man parallel sagen, Saskia Esken jetzt sagen würde, Sozialismus hat es nie wirklich gegeben, das waren alles keine echten Sozialismen, die da Völkermord betrieben haben, haben wir gesagt, was da dann geschehen ist, das war nicht der echte Nationalsozialismus. Ihr wolltet eine zweite Chance. Genau, wir wollten und haben auch gesagt, wir wollen ja kein Revival des Dritten Reiches, wir sind ja niemand, der jetzt eine Restauration vergangener Zustände haben wollen, wir wollen ja diese organische Idee einfach im Hier und Jetzt verbreiten. Ja, wir wollen da jetzt diesen Nationalsozialismus als über den Dingen schwebende Idee heute umsetzen dürfen. Ja, das ist natürlich, war es auch eine ewig gestrige Szene. Aber muss ich gleich wieder rein. Das bestätigt natürlich auch, was Philipp Schlaffer sagt, dass eigentlich die Rechte komplett zerstritten war. Natürlich, total. Ja, ich sag mal, vom dumpfen Hul-Nazi, der eigentlich gern nur, bei uns haben sie früher Fidschis klatschen gesagt, ja, einfach nur jemandem auf die Fresse hauen will, und ob das ein Deutscher oder ein Vietnameser war dem völlig egal eigentlich. Ich bin selber mit 16 von Nazis ins Koma getreten worden. Das war meine erste Gewalterfahrung und daran habe ich 10 Jahre geknabbert an dieser Belastung. Ganz kurz, war mein erster Disco-Besuch mit 15, 16. Und du weißt damals, 90er Osten, das war schon heftig, was da abging, weil einfach der Polizeiapparat
völlig aufgelöst war, muss man sagen. Ja. Und auch teilweise sympathisiert hat. Gegenüberstand, die sagten, so, ja, die sollen die Chaoten ruhig mal wegwischen. Neofaschistischen Bestrebungen dort. Also das war ein anderes Level als da drüben, muss man nicht sagen. Ja. Also richtige Rudel-Gangbildung, kann man fast sagen. Und bin da in die Disco rein, hab mich da auf den Stuhl gesetzt und sah einfach unschuldig aus. Ich war noch ein halbes Kind und war sofort Opfer. Ja. Ich weiß noch, der Typ kommt auf mich zu und die Frage war ja damals, bist du rechts oder links? Ich hätte sagen können, ich bin die Reinkarnation von Josef Goebbels. Ich wäre trotzdem Mord gewesen. Ja, natürlich. Ja. Das war dort schon entschieden. War für mich nur eine ganz wichtige Gewalterfahrung. Falsche Zeit, falscher Ort. Ja. Naja, und ich habe gesagt damals, ich bin neutral, ich hatte Angst. Und dann haben sie mich halt richtig rangenommen. Ja. Richtig rangenommen, ja. Okay, jetzt bin ich kurz zu mir gekommen. Genau, aber was wir noch klären wollten, Christian Worch, von dem habe ich letztens auf YouTube ein neues Video gesehen. Er sieht ja immer noch aus wie früher eigentlich. Aber schwer abgebaut, ne? Bisschen abgerannt, sehr hager, grau, völlig grau geworden. Ja. Und, aber er spricht noch so wie vor 20 Jahren, hat dich ja auch direkt angegriffen. Hat er, ja? Subtil, naja, also. Ich muss gleich überhaupt noch Thema bei ihm, bin das ja, nicht okay. Verfolgt. Das habe ich gelesen mal zwischen den Zeilen, also gut fand das anscheinend jetzt nicht, ist nachvollziehbar. Nein, das war für ihn ja klar auch ein Schlag. Ne? Kann man sagen, also Christian Worch, das führt es zu weit, den Leuten zu erklären, wer Christian Worch war, das müssen sie einfach mal googeln, war auch damals eine führende Persönlichkeit in der Szene. Muss man sagen, also wirklich die führende Persönlichkeit eigentlich für langen Zeitraum in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre. Hm. Ja, aber wie habt ihr connected damals? Wie kam das zustande? Und noch eine Frage dazu, hat er dich als Ziehsohn und du ihn als Ziehvater gesehen? Politisch? Also tatsächlich connected haben wir, das kann ich auch ganz genau sagen, Christian Worch ist 1998 um den Dreh herum aus der Haft gekommen, die er abgesessen hat. Also eine seiner Haftstrafen, die er abgesessen hat und ist dann 1999 bei uns zu Gast gewesen auf einer der ersten Demonstrationen gegen die Ausstellung von Jan Philipp Rehmzmer Verbrechen der Wehrmacht. Richtig, ja. Das war für uns in Köln so ein Erweckungserlebnis für uns als Aktivisten, dass wir gesagt haben, hier, da demonstrieren wir auch. Und das hat natürlich erstmal auch so alle Leute angezogen, die Rang und Namen hatten. Also von Holger Apfel, der da war, über Leute aus dem NPD-Spektrum bis hin wirklich auch dann zu den gerade frisch gegründeten Freien Kameradschaften. Und da war Christian Worch natürlich als einer autonome Nationalisten. Das kam erst später. Das kam aus den Freien Kameradschaften. Das war dann so eine Entwicklung nochmal, die später kam. Mhm. Und damals waren es alles dann Freie Nationalisten, Freie Kameradschaften. Mhm. Das war auch noch viel klassischer Rechtsextremismus. Mhm. Wirklich entweder warst du Skinhead oder wie ich Scheitel. Scheitelträger, wirklich so eine AJ-Karikatur oder eben dann eine Krake, wie wir gesagt haben. Eine Krake. Wir haben die Skinheads immer Kraken genannt, weil die auf ihren Bomberjacken so viele Aufnäher hatten, wie Kraken Arme hatten. Okay, ne? Dass man gedacht hat, das war so der Schmähbegriff immer echt Krake. Insider. Also man hat sich in der Szene über die anderen Leute auch lustig gemacht. Also es gibt nichts, Wahnsinn. So zerstritten ist wie die Szene selber. Und das kann ich dir auch noch sagen, wenn du damals nicht als Opfer da gewesen wärst und die ganze Disco wäre voller Rechtsextremer gewesen, hätten sich gegenseitig auf die Fresse gehauen. Ja, klar. Das habe ich auch schon erlebt, auch wirklich im Osten. Da waren Versammlungen, auf die ich gesprochen habe, im Plauen im Kreis. Da waren wirklich auch dann so Oldschool-Skinheads da, die dann auf einmal dann dem Veranstalter zur Seite nahmen und sagten, hier, du hast doch mal Skinheads kritisiert, oder? Und bevor der was sagen konnte, hatte der schon eine Klatsche bekommen. Und das ist Leute, die einfach so gewaltaffin sind, die brauchen immer ein Feindbild, die müssen ihren Hass auch in der Tat dann auslassen. Die müssen ihre Frustration kanalisieren. Genau. Und egal wer da ist, egal wer da steht, der wird zusammengeschlagen und der fällt dann. Und das in der Szene gibt es da auch kein Pardon. Also dieses Geschwätz immer von Kameradschaft, Solidarität und wir halten zusammen Blut, Schweiß und Tränen, das ist also alles nur hohle Phrasen. Erzählt ja Philipp genauso. Da gibt es nichts, was so zerstritten ist, was auch wirklich da so hasserfüllt untereinander auch agitiert gegeneinander. Wie in dieser Szene. Da kann ich auch jedem nur vorwarnen, wer also auf diese Versprechungen reinfällt. Liebe Leute, es ist das genaue Gegenteil der Fall in dieser Szene. Ja. Also keine Kameradschaft, keine Treue, keine Loyalität. Jeder stirbt für sich alleine, jeder gegen jeden. Und man muss noch nicht mal objektiv irgendwie politische Gründe haben, dass die einen sagen, gut, ich bin eher SA oder SS. Ich bin der Überzeugung, dass über 50% der sogenannten Rechten eigentlich völlig unpolitisch sind. Das sind entweder Haut draufs mit einem fetten Alkoholproblem, die höchstwahrscheinlich selber in der Kindheit Gewalterfahrungen gemacht haben. Das ist ja eine andere Gruppe, sage ich mal, sind U-Bahn-Totschläger. Ja. Ja? Das ist ja dieselbe Schema eigentlich, aber aus einer anderen Richtung.
Ja, natürlich ist das gefährlich, ja, halt nur mit so Ideologien, rechts wie links. Ja, sag ich mal, linksextreme, ja, Gewalt ist ja ähnlich, ne? Da wird ja auch dann das für das vermeintlich Gute gekämpft. Ja. Ja, es wird halt eben dann dem eigenen asozialen Verhalten, der eigenen Gewalttätigkeit, dem eigenen Hass ein Männchen umgehangen, was es legitimiert. Genau. Nach dem Motto, ich bin ja für das Gute, für das Richtige und wenn ich in den Schädel einschlage, tue ich der Welt ja einen Gefallen und kämpfe für die Freiheit oder sühne vergangenes Unrecht. Halt, ne? Die Herabwürdigung des Gegners. Genau. Ja, die Entmenschlichung, nicht Herabwürdigung, ich Entmenschlichung. Das sehen wir bei der Linken ganz extrem sogar auch noch oder auch bei Hooligans von wegen, ja, all cops are bastards, Bullen sind keine Menschen, das sind Schweine, absolut, das ist System, das ist kein Mensch. Ne? Bei Rechtsextremen von wegen, das sind Untermenschen, ja, das ist kein Leben, diese Kategorisierung, die natürlich auch die Hemmschwellen runtersetzt, denn wenn du mit diesen Feindbildern lebst, das macht ja was mit dir. Wir sind ja da alle auch programmiert und programmierbar und wenn das für dich einfach schon die Hemmschwelle ist, der ist kein Mensch oder du auch davon ausgehst, der will Schaden oder hat Schaden verursacht, ist es was anderes, als wenn du jemanden auf Augenhöhe argumentierst und sagst, okay, dem will ich jetzt Gewalt antun. Ne? Es ist halt schwieriger zu diskutieren und Meinungen auszuhalten, als jemandem auf die Fresse zu hauen. Ja, ja, das sind, glaube ich, ganz rudimentäre Reflexe, ganz tierische Reflexe, die da manchmal ablaufen. Ja. Hinzu kommt noch, ich meine, solche Szenen sind natürlich auch nur für Menschen interessant, die generell ja schon Probleme haben. Das ist ja auch der Unterschied zwischen primärer Radikalisierung und sekundärer Radikalisierung in der Kriminologie. Ja. Sekundär radikalisiert, das sind die meisten, bedeutet halt, dass man generell schon Probleme hat und sich dafür einfach eine Schablone sucht, um diese irgendwie vor sich selber rechtfertigen zu können, um da eben einen moralischen Überbau zu haben, weil es natürlich ein Unterschied ist, ich gehe raus und hau Leuten wahllos auf die Fresse, dann sagt man sich selber irgendwann, das ist nicht richtig, das ist irgendwie falsch, das kann ich nicht mehr irgendwie toll heißen. Ne? Aber wenn ich einen Auftrag habe. Ne? Genau. Wenn ich sagen kann, ich tue damit was Gutes, ich habe das Richtige getan. Die Agenda Leute muss da stimmen. Sind, die auch sagen so, ey Mensch, hast du super gemacht. Ne? Ja, die Agenda muss dann stimmen, genau. Ist es was ganz was anderes. Ne? Ja, primär Radikalisierte, das war ich, das sind eben wirklich Überzeugungstäter, die eine Ideologie haben, die dahinter steht, die einfach sagen, ich glaube daran und diesen Glauben, den nach allem, was kommt, muss ich trotzdem dann wirklich dann vorwärts treiben, der Zweck heiligt die Mittel. Ne? Hm. Jetzt haben wir gar nicht über Christian Wurch geredet, doch eigentlich ein bisschen, ja. Also Ende der 90er kontaktet. Genau, also er war dann auf mal Wehrmachtsausstellung. Auf dieser Demonstration und er war natürlich für mich auch jemand, der große Christian Wurch, ich komme zu unserer Demo, habe ihn auch persönlich eingeladen damals als einer Mitorganisatoren, also ist ja damals auf meinen Mist gewachsen, auch diese ganzen Veranstaltungen in Köln, obwohl ich da sehr jung war, ist das alles unter meiner Regie. Nicht arbeits, aber beschäftigt. Nicht arbeits, aber beschäftigungslos, genau. Ja, legendärer Spruch. Genau, ne? Yeah. Und wollte mal sagen, ich habe ja nachher keiner mehr eingestellt. Ich meine, ich habe ja lange gearbeitet. Arbeits, aber nicht beschäftigt. Nicht beschäftigungslos, so genau. War Spruch, das war halt die an deinem Windows 95-Rechner mit Adolf Hitler im Hintergrund. Genau. Ne? Also groteske Szene. Karikatur, ja, wirklich so wie einen schlechten Hollywood-Film. Wenn man das sonst einschalten würde, würde sagen so, okay, neue Netflix-Serie, würden Leute sagen so, oh, what the fuck, was ist das für eine schlechte Comedy? Oder eine Satire-Sendung. Satire-Sendung, aber schlecht, aber wirklich schlecht. Da muss man sagen, echt schlechte Satire. Du warst voll dabei, voll überzeugt. Voll dabei, ich habe das auch nicht als lächerlich wahrgenommen. Nee, das war halt meins von wegen so, boah, geil. Ne? Das war dein Duktus, ist ein Kamerafilm, erstmal ab, ich bin jetzt wichtig. Und du hast dich ja auch immer vor der Kamera gut geschlagen, muss man sagen. Es gibt ja auch die Doku Der braune Sumpf von nebenan. Ja, genau, nebenan Der braune Sumpf, genau. Genau, da wurdest du auch begleiten, auch SS-Sigi war da mit dabei. Sigi war auch dabei. Ja, genau. Auch heute noch voll dabei, ja, hat sich, glaube ich, zur Wahl stellen lassen jetzt sogar. In Dortmund, ja. Was ich mich bei dir und Philipp immer gefragt habe, und ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Du bist ja kein Dummer, ja. Und Philipp ist auch kein Dummer. Das sind eigentlich Leute, mit denen ich mich fast so intellektuell auf eine Wellenlänge setzen würde. War es nicht extrem unbefriedigend in dieser Szene mitzuschwimmen, wo es eigentlich keine geistigen Inputs gab? Weißt du, was ich meine? Man hat den geistigen Du warst ja nur der Sender. Man hat den ja aber nicht gesucht. Du hast also ihn nicht gesucht. Man hat ja die Mission gehabt. Das Sendungsbewusstsein ist ja, du bist ja davon überzeugt, ich habe den vollen Durchblick, was ich hier mache, ist richtig. Und möglichst viele müssen davon eben von dir dann mitgezogen werden. Ne? Du hast ja gar nicht einen Anspruch gehabt von wegen, ich muss jetzt irgendwie das ausdiskutieren oder auf Augenhöhe. Die Sendung hat gereicht. Die Sendung hat gereicht, aber du hast natürlich ja auch deine Bubble gehabt. Ne? Leute wie Christian Wurch, auch hochintellektueller, hochintelligenter Mann. Ja, mit dem hat natürlich andere Gespräche geführt, als auf einer Demo eben dann mit dem einfachen Mitläufer, der Kaderlinie. Ankam. Ne? Kaderlinie, man hat seinen Austausch ja schon gehabt. Ja? Wir haben teilweise auch...